Sieht soweit gut aus. Damit sage ich Hallo Freunde, schön, dass ihr wieder einschaltet. Ja, nach langer Zeit, es ist mal wieder Sonntag und wir haben gemeinsam am Sonntag relaxen. Ja, wie ihr seht, ich bin hier gerade schon im Baumodus, denn ich war noch dran am Überlegen, was hat sich so in der letzten Zeit hier getan, was wollten wir noch machen, und da ist mir eingefallen, dass wir noch die Zimmer miteinander verbinden wollten, wo jemand drin ist. Also, ne, wir hatten ja hier drei Leute zusätzlich, und da bin ich jetzt gerade dabei, denen ein doppelt so großes Zimmer zu geben. Na, klappt's, klappt's nicht? Jawohl, klappt. Weil wir haben ja festgestellt, mehr geht nicht. Und dann können die natürlich ja auch ein größeres Schlafzimmer haben. So. Und jetzt bin ich gerade halt auch am Überlegen, so, was könnte man da noch reinmachen? Deswegen hoffe ich, dass jetzt gleich viele im Livestream sind, weil noch ist keiner da, aber ist klar, ist auch gerade erst gestartet. Und wir dann gemeinsam überlegen können, wie wir das für die gestalten können, für die Sims. So. So, also, packen wir das erstmal so, weil dann haben wir jetzt, Moment, dann nehmen wir auch hier die Türe raus und stellen den auch hier rüber. So, und bauen auch nochmal eine Lampe hier hin. Keine Laterne, so, kurz warten, was er das hat. Die kommt da hin. So, also, dann haben wir hier nämlich 1, 2, 3 große Räume. Da hatte ich gerade schon ein bisschen überlegt, das umzubauen. Aber wir möchten das ja überall gleich haben. Das heißt, geht ab hier rüber. So. Und dann haben wir da die Türe. Wir könnten überlegen, ob wir den Kleiderschränke oder Spinde hier reinstellen. Und wir haben tatsächlich noch ein kleines freies Zimmer, wo wir versuchen könnten, immer noch, dass wir noch einen weiteren Untermieter bekommen. So, das ist so mein Gedankengang. Und ja, da bin ich jetzt halt mal gespannt, wer sich von euch alles noch dazu gesellt. Ich habe gesehen, wir haben recht viel Kohle und wir haben ja noch nicht so wirklich. Komm, gib's mir. Hier den Boden gemacht. Deswegen bin ich am Überlegen, ob wir gleich mal schauen, wie wir den Boden hier hin machen können. Die Wände haben wir schon. Ja. Und ich hatte auch überlegt, ob wir hier eine Verbindung von der Küche bzw. dem Esszimmer in den Bereich rüber machen. Weil, wie wir wissen, unsere Untermieter laufen hier oben, obwohl die ja hier ihren eigenen Bereich haben, laufen ja trotzdem hier drüben rein. Deswegen bin ich da halt auch am Überlegen, aber da könnt ihr mir gerne später mehr zu sagen. Ja, ich habe dann schon mal versucht, da reinzukommen, wo wir beim letzten Mal waren, und hoffe, ich habe es geschafft. Was haben wir denn hier neu? Achso, drei Lampen. Ja, die Öllampen braucht man nicht. Können wir verkaufen. So, wir haben 182.000, also. Ja, wir könnten auch überlegen, ja, okay, Dach würde ich jetzt so nicht mehr ausbauen, aber wir könnten überlegen, ob wir hier eventuell im Keller noch eine Etage drunter setzen oder ob wir hier so einen Sportbereich machen, weil wir haben ja hier Musikbereich, hier haben wir nochmal einen Lehrbereich, hier haben wir Fotobereich, hier haben wir Party Area. Wir könnten auch überlegen, hier eine Mauer reinzuziehen mit einem großen Durchgang, dass wir hier unterschiedliche Bereiche haben. Also da nehme ich gerne Ideen von euch an, auch wenn die nächsten Wochen wieder kein Sims stattfinden wird, weil ich glaube, jetzt haben wir noch 2 Heimgames und dann ist das Finale. Deswegen, ja, müssen wir dann schauen. Aber ich hoffe ja trotzdem, dass ich viele Infos von euch kriege, viele Anregungen.
So, und weil bis jetzt noch nicht, einmal wieder zurück auf den Live-Modus. Und während der hier am Laden ist, sage ich: Hallo, mein Schatz, schön, dass du da bist. Und deine Energy Time wird natürlich auch eingelöst. Deswegen sage ich erstmal: Prösterchen mit Energy. So, kommen wir dazu, wo wir stehen geblieben waren. Nein, das war der falsche Knopf. Ich wollte so machen. Wir haben, sie geht gerade ins Bett. Ne, sehen wir, passt. Dann habe ich ihr jetzt gerade schon gesagt, die soll mal die Futternäpfe für die Tiere wieder auffüllen und dem Butler sagen, jeder Besucher darf rein. Oh, sie dürfen wieder alle rein. Dann, sie ist erstmal noch am Schlafen, geht dann duschen und aufs Klo und dann müssen wir nachher gucken, weil da habe ich sonst so nichts gefunden. Sie soll ja unsere Dozentin werden. Da müssen wir dann nachher mal gucken, ob wir es schaffen, Semester abschließen, Studenten, Studierende unterrichten. Das heißt, da wäre die Sache, dass wir nochmal rüber in die Uni gehen und nochmal einen Kurs geben. Des Weiteren können wir gerade mal schauen. Na, haben wir hausaufgabentechnisch alles erledigt? Nein, da müssen wir noch zweimal. Dann machen wir das direkt noch mit rein. So. Und dann können wir hier sagen, Moment, wie gut ist die? Ausgezeichnet. Gut, das heißt, die müssen wir abgeben. Bis wann haben wir? Verbleibende Semestertage 4. Okay, das heißt, wir haben noch ein bisschen Zeit. Wir haben Freitag, wir haben einen Kurs. Den haben wir nicht. Wir haben einen zweiten Kurs. Okay. Da können wir dann auch überlegen, wie wir das hinkriegen mit den zwei Kursen. Die gehen bis 14 Uhr, oder sagen wir mal bis 15 Uhr. Das heißt, wir könnten dann tatsächlich noch das abgeben, dann hätten wir das erledigt. Ne? Die Präsentation hier gehalten. Ansonsten müssen wir zwei Abschlussprüfungen machen. Das passt also ganz gut. So. Und dann ja, weiter hierauf konzentrieren ab Montag in-game. So, dann, sie wird ja unsere Künstlerin, Schriftstellerin. Da müssen wir noch jede Menge Bücher machen. Jobtechnisch sieht es bei ihr mau aus. Da hat sie ja immer noch hier ihren Künstlerjob, weil wir da erst auf Stufe 9 sind. Dafür müssen wir Logik hochkriegen. Logik habe ich gleich für nach dem Schlafen schon hier reingepackt. Deswegen, das können wir rausnehmen. Mal gucken, wie sieht der Rest aus. Ja, die braucht dann auch noch ein bisschen was zu essen. Dann kann die mal kochen. Genau. Kochen. Die mag ja so gerne dieses Dingszeug. Wie heißt es hier? Hier sowas wie Hallo, Hallo. Dieses Verbundenheitsding. Och, jetzt komme ich gerade nicht auf den Namen, verdammt. Weil die ja hier Dorfkind ist, deswegen könnte man dann überlegen, ob wir da was machen oder ob wir sagen, nö, komm, was kannst du als Bestes? Sind wir bei Fähigkeit 7. Da könnte man echt überlegen, ah, komm, gib mal ihr die Aufgabe. Partygröße, fertig. So, und Ette steht hier an der Dusche. Da ging nämlich was daneben. Da habe ich schon gesagt, sie soll duschen gehen, weil das hat er rausgenommen. Dann sich selbst Zuspruch geben, weil sie hat ja immer noch Angst in der Dunkelheit. Und sie möchte gerne selbstsicher draußen sein, um sich der Angst in der Dunkelheit zu stellen. Also werden wir gucken, dass wir das jetzt gleich hinkriegen. So, deswegen lasse ich jetzt mal weiterlaufen, damit alle das machen können, was sie machen sollen. So. Ihr könnt mir aber auch schon mal sagen, hier, Mädel, du kannst gerne, na komm her, da. Du kannst gerne noch was essen. Schnelle Mahlzeit essen oder etwas trinken. Ja, mach mal, hallo, hallo. Warum bist du wach? Du solltest doch schlafen. Ach, die ist fertig mit Schlafen. Okay, läuft.
Ich habe gerade gesehen, dass es bei einem der Updates noch was ganz anderes, Interessantes, Neues gab. Da komme ich gleich noch drauf. Also bleibt locker und entspannt. Mach mal das mal. Weil ab jetzt haben wir die Möglichkeit, wenn wir auf die Leute klicken und dann auf mehr gehen, gibt es hier den Punkt Beziehung. Den kenne ich noch nicht. So. Deswegen, ja. So, okay. So. Die ist jetzt am Essen. Ja, und dann können wir uns erstmal mit ihr hier anfreunden. Hä? Warum hat die jetzt nichts Essenstechnisches gemacht? Hallo, du sollst doch dir was hier zu essen machen. Bezahlen, aber nicht essen oder was? Nein, geh zurück. Zu dir will ich gerade nicht. Wieso macht die jetzt gerade nichts zu essen? Dann sortier mal das verdorbene Essen aus. Und dann gucken wir mal, ob du dann dir was zu essen machst. So, und er steht hier rum. Gut, lass mal rumstehen. So, wieso gehst du ins Bett? Ach, weil sie müde ist. Weil sie müde ist. Nix da. Ist gestrichen. War sie jetzt duschen oder nicht? Hunger und schlafen. Ja, komm, mach mal am Wochenende. Geh schlafen. Und dann stimmt der Fall. So, dann bleiben wir jetzt bei dir dran. Erstens kommt es anders, zweitens wie gedacht, drittens wie geplant, oder wie war das? Energie geladen werden, ja, das ist doch kein Thema. Du gehst dann jetzt gleich mal bitte. Warum komme ich nicht auf die Dusche? Das Spiel hängt gerade etwas hinterher. Erfrischend duschen, damit bist du dann energiegeladen. So. Was haben wir hier? Müllpflanze. Okay. Sehr schön. Sie ist inspiriert. Halt, dich brauche ich. Die Müllpflanze ist wahrscheinlich ein Ganzjahresgewächs, oder? Ja. Nee, Saison. Nein, aber ein Ganzjahresgewächs. Machen wir mal eine Weiterentwicklung. Und das Ding hier. Ein kleiner Tierhaufen. Okay, da hat uns ein Tier in den Garten sein Häufchen hinterlassen. Ja, kann man mal machen. So. Alles ernten. Wer blinkt hier? Es ist doch hier da eine Kartoffelpflanze. Weiterentwickeln. Kann man nicht außerhalb der Saison. Was ist mit dir? Du bist auch am Blinken. Weiterentwickeln. So. Sonst noch jemand ohne Fahrschein? Nö, sieht gut aus. So. Okay. Was gibt's hier oben Neues an Infos? Ja. Luisa hat soeben mit Ballo Freundschaft geschlossen. Das ist doch auch schon mal was. So. Sie ist dabei, Logik zu lernen. Logistik läuft. Wegen Merkmal Kind des Dorfes, ja. Das ignorieren wir. Sie ist am Schlafen noch. Ist auch okay. Sie ist fertig geduscht und möchte alternative Musik hören. Kriegen wir hin. Und sie hat Hunger. Ja. Gut, dass ich ihr dreimal gesagt habe, dass sie sich was zu essen machen soll. Nein, zuhören, alternativ. Und dann kriegst du halt jetzt hier Joghurt. Hast du davon. Kostet wenigstens kein Geld. Weil wo der Rest abgeblieben ist, wer weiß. So, sie ist noch im Schlaf. Wann muss sie hier wieder in 4 Stunden? Oh,
Moment. Ihr wisst, was das heißt. Ich werde mich mal kurz verabschieden, damit wir sehen, was hier oben steht. So, da haben wir Nacht in der Stadt von 6 Uhr bis 2 Uhr. Kostenloses Essen und Trinken. Mal gucken, haben wir da jemanden, dem es wichtig ist? Die ignorieren das. Möchte sich bei ihren Kunden. Ich weiß, nö. Also wichtig ist es jetzt nicht. Es ist bei keinem Herz dahinter. Das heißt, das müssen wir nicht machen. Ach so, nein, den Feiertag beenden wir nicht. Wir lassen ihn mal laufen. Aber das heißt, ich komme wieder. Tada, da bin ich wieder. Ihr seht mich erst, wenn die Einblendungen durch sind. Und ja. So, wir bleiben bei ihr gerade, um zu gucken, ob sie jetzt endlich mal was isst. Ich hoffe, für euch ist die Musik nicht zu laut. Falls doch, müsstet ihr mir das mal eben in den Chat reinschreiben. Und ich sag schon mal Prösterkin. Wen haben wir da? Ach, das ist sie. Genau, du bist am Schnarchen. Ich hatte ja schon überlegt, ob wir Aqua, weil mit dem Schreiben von Büchern und Malen von Bildern ist ja theoretisch viel drin, mit dem Vampir verkuppeln. Sie ist ja hier Vampirin. Oder wie heißt es so schön? Moment, da muss ich jetzt nachgucken. Weil wir können ja jetzt mittlerweile über Beziehung, Beziehung an, Alter, was man da alles machen kann, mehr erfahren. Moment, Moment. Beziehung ändern. Bitte ein Techtel mehr. Alter, okay. Mehr erfahren. Nach romantischen Grenzen fragen. What? Andere Sims. Positiv über andere Sims äußern. Lästern. Alter. Nach romantischen Interessen fragen. Nach Techtelmechtel-Interessen fragen. Fragen, ob Single, das kennen wir schon alles. Beziehung ansehen. So. Genau. Großmeisterin der Vampire, das war das. Sie ist sozial unbeholfen. Da. Sie ist Kunstliebhaberin. Ja. Da könnte man halt gucken, ob die dadurch halt hier mit unserer Künstlerin zusammenkommt. Ne? Weil. Beziehungen, da wissen wir noch nicht wirklich viel drüber. Da müssen wir mal was dran machen. Da können wir gleich vielleicht auch dran arbeiten, wenn wir schon versuchen, die zwei zu verkuppeln. Was haltet ihr denn davon? Schreibt es mir mal gerne in den Chat rein. So, genau. Dann kommen wir jetzt nicht zu, weil die ist gerade noch da beschäftigt. So, die ist noch am Schlafen, die muss aber gleich auch in die Schule. Die kann sich gleich mal was zu essen holen. Da. Ja, okay. Reste nehmen haben wir nix. Du kannst ja auch gleich mal einen Joghurt holen. Jo, Kurt. Ne, macht sie nicht. Ging nicht, okay. Dann nimmst du. Mal gucken, was haben wir hier noch? Milch, Pfadfinderkekse, nein, Schinken-Käse-Sandwich. Ah, das geht. So, genau, du bist am Essen, hoffe ich. Ne, ist am Aufräumen. Wie oft haben wir ihr jetzt gesagt, sie soll was essen? Ah, doch, die hat was gegessen, aber scheinbar reicht ihr das noch nicht. Ist sie mit den Hausaufgaben schon fertig? Nein. Okay, gut, dass die gleich zur Schule muss. Macht sie zumindest einen Schwung. Bist du mit Hausaufgaben fertig? Nein, du bist die Falsche. Du, zu dir wollte ich. So. Okay, dein Buch ist weg. Und du hast schon wieder nichts in puncto Essen drin, warum auch immer.
Käse-Sandwich. So, geh essen. Von Anne nicht gemocht, weil ungefreundlich. Ja, okay, das kriegen wir hin. Das ist hier Ette. So. wo ist ihr Hausaufgaben? Da ist ihr Schulbuch. Na? Bei Hausaufgaben brillant. So. Läuft. Beide Kiddies haben ihre Hausaufgaben nicht fertig. So. Wie lange hast du noch? 3 Stunden. Aber du bist gleich fertig mit Schlafen. Ist okay. Und du, wann musst du wieder arbeiten? Musst du heute überhaupt arbeiten? Auch in 3 Stunden. Okay. Läuft. Viel Chaos, aber ja. Kennen wir es anders? Nein. Ich sag nochmal Prösterkin. Upsala. Entschuldigung. So. Aber es ist echt krass, dass man jetzt miteinander verkuppeln lassen kann. Nadine ist fertig mit den Hausaufgaben, dann kann sie direkt nochmal die nächste Runde machen. Nämlich die Zusatzhausaufgaben, weil noch hat sie 7 Minuten. Brauchst du nicht einpacken, direkt weiter Hausaufgaben machen. Los. Ja, dann packst du halt kurz ein und dann holst du wieder raus. Rein, raus, was denn jetzt? Weißt du überhaupt, was du machen sollst? Nee, weißt du nicht. Sehr schön. Komm, iss einen Gang schneller, damit du noch Hausaufgaben machen kannst. Das wird nichts mit den Hausaufgaben. Ja, da ist es schon. Ab zur Schule. Gut, dann machst du halt gleich Hausaufgaben. So, da lassen wir noch durchlaufen. Okay, du machst damit weiter. Also Neues zu bauen gibt es nicht. Da habe ich vorhin schon nachgeguckt. Deswegen war ich auch im Baumenü. Aber ja. Wie ist der Ton, Leute? Sagt mir das mal bitte. Ach ja, genau. Das ist der Rasensprenger. Beziehungsweise der Blumengießer. Weil zwischendurch habe ich das Gefühl, ist es recht laut. Und ich will euch ja nicht anschreien, wenn ihr sagt, nö, das ist okay so, kannst leise reden, dann passt das ja für mich. Aber ich muss es halt wissen. So, die erste ist in der Schule. So, dann sagen wir hier. Hallo da, ja. Du machst bitte fleißig beim Unterricht mit. Prösterkin. Irgendwie habe ich unheimlich viel Durst gerade. Ich weiß auch nicht warum. Sie muss auch in einer Stunde zur Arbeit. Aber jetzt kümmern wir uns erstmal um sie. Die ist noch dabei, ihre Hausaufgaben, Zusatzhausaufgaben dazu machen. Weil die muss jetzt gleich dann zur Schule. Jawohl, Aqua kann jetzt die Stufe 6, das heißt, wenn wir jetzt hier schauen, so arbeitstechnisch, da ist sie ja recht gut aufgestellt, kann die anderen Sachen, also könnte es sein, dass wir es hinkriegen, dass sie jetzt befördert wird. So. Wie weit bist du mit deinen Hausaufgaben? Fertig. Okay. Da kommt es auch gerade. Ja. Und dann kann ich jetzt auch zur Schule. Ja. Etwas schneller, bitte. Sehr schön. Ja. Da geht der Butler. Yeah. Ein kleiner Spaß. Mal eben nebenbei das Radio ausgemacht.
So. Fleißig. Oh, die nächste bist du. Oh. Ab zur Uni. Die Unikurse gehen nicht lange. Sozialpsychologe haben wir gemacht. Okay, dann Inventar. Na komm, lass doch weiterlaufen so lange. Ach, okay, du lässt es liegen. Auch gut. Sozialpsychologe. Das hier fehlt. Sehr schön. Tantiemenbericht. Oh. Seid ihr alle da, Leute? Ich brauche gleich mal eine Zahl von euch. Da Luisa jetzt auf der Liste der besten Schüler ist, können sie soeben gut ein Schild mit "Tritt mich" auf dem Rücken tragen. Da klebt es auch. So, soll sie den Lehrern Bescheid sagen oder soll sie es alleine klären? Die Umfrage, nein, die Abstimmung so ist gerade dabei erstellt zu werden. Gib mir eine Sekunde. Ganz einfach, was machen? Was machen Sachen? Und dann habt ihr die Wahl zwischen Lehrer und selbst. So, eine Minute gebe ich euch dafür. Die Umfrage läuft. Und dann schauen wir mal, wo das Ganze hingeht. Ich nutze nochmal die Zeit und trinke einen Schluck. Und bin mal gespannt, wo ihr euch anklickt. Was soll sie machen? Oh, da kommen die ersten Abstimmungen schon rein. Gut, die Abstimmung sagt, kläre es selbst. Alles klar. Dann machen wir das doch. So, Verantwortlichen finden. Schauen wir mal. Also, das Gute an Dummköpfen ist, dass sie nie, dass sie es nie schaffen, ihre Spuren zu verbergen. Luisa entdeckt roten Stift überall auf den Händen der Verantwortlichen und knöpft sich ihn freundschaftlich und klopft ihm freundschaftlich auf den Rücken, wobei sie ein Schild mit einer Beleidigung hinterlässt. Läuft. So, Jenny besucht eine Vorlesung. Moment, das müssen wir eben noch machen. Jenny, Vorlesung hier, da. Aktiv zuhören, nein, Notizen machen, das ist das Wichtige. Bei dir. Oh, Moment, was ist hier? Ab zur Arbeit, ja, los, Abmarsch. Jenny hat jetzt die Möglichkeit, mit Schach und Kartenspielen etwas mehr Logik zu sammeln. Okay, cool, dass Jenny das jetzt auch kann. Was haben wir denn gekriegt? 36, fast 300, 250, 330, 310, 310, 310. Ja, also ihre Bücher kommen doch nicht schlecht an. Dino Party, Krakenparty, yay! Die Biene ist da. Hallöchen, Biene. So, dann gucken wir mal, dass sie jetzt auch dann endlich zur Arbeit geht und hoffentlich hier ihren Levelaufstieg macht. So. Ja, komm, hör auf zu lachen. So, Jenny ist zurück. Gut, die hat noch ein bisschen was zu tun. Dann lassen wir die auch erstmal so laufen. Beziehungsweise, niemand, das Buch hat sie ja gerade gar nicht mit, ne? Genau.
Ah, die muss ja gleich zum nächsten Kurs. Uni-Hausaufgaben machen. Hausaufgaben für. Okay, die sind fertig. Das mit dem Ernten lassen wir mal gerade weg. Ja. Ah, Moment. Sie ist bei der Arbeit. Nicht normal. Fleißig arbeiten. Damit du vielleicht endlich befördert wirst. So. Was hast du denn da gemacht? Warum pflanzt er hier eine Müllpflanze? Also ehrlich. Nur weil da ein Hund ein Häufchen gemacht hat. Oder eine Katze. Oh, Biene, schön, dass du da bist, weil wir haben eine nächste Abstimmung. Ich schreibe schon mal vor. Und dann lesen wir doch mal, was Sache ist. Und zwar, Zahltag. Vor einer Woche hat ein Kind, Nadine, die Chips abgenommen. Heute hat es noch ihren Brownie geklaut. Es wird Zeit, dass sich Nadine zur Wehr setzt. Dazu sieht sie zwei Möglichkeiten: öffentlich blamieren oder private Rache. So. Jetzt sagen wir einfach nur was. Und da haben wir öffentlich. Öffentlich oder privat. So, Abstimmung geht eine Minute. Haut raus, Leute. Sagt, was wir machen sollen. Was? Was machen Sachen? Ja. YouTube, wenn ihr das hier gerade seht, sonntags, 13 Uhr, bin ich live auf Twitch mit Die Sims und relaxen am Sonntag, es sei denn, es ist ein Footballspiel. Schaut also gerne vorbei. Und dann könnt ihr gerne mit abstimmen. Und ja, dann bin ich mal gespannt, was so bei den ganzen Abstimmungen rauskommen wird. Eventuell werde ich das in Zukunft auch mit Vampi etwas anders handhaben, dass sie an meinem Laptop sitzt und die Abstimmungen dann raushaut, während ich das Ganze vorlese. So könnt ihr nämlich dann wesentlich zeitnaher die Abstimmung machen. So, die Abstimmung ist gelaufen und es heißt private Rache. Was ist, Habe ich noch gar nicht mit dir drüber gesprochen, ne? Aber ja. So, schauen wir mal. Das gemeine Kind schnappt sich, wie erwartet, den Brownie von Nadine. Aber mit einem Brownie voller Abführmittel hat es nicht gerechnet. Doch Nadine bleibt das schadenfrohe Kichern im Halse stecken, als sie sieht, wie das gemeine Kind dem Direktor den Brownie gibt, um sich einzuschleimen. Na, das geht in die Hose, würde ich mal sagen. Reden wir noch. Ja. So. Dann. Genau, das entfernen. Wer sitzt hier in der Dusche? Ach, das ist der Vampir. Ja, ganz unten duschen. Unten gibt's Möglichkeiten dafür. Okay. Unglaublich, unglaublich. Und Biene, wie ist dein Sonntag bis jetzt? Was machen Sachen? Oh. Präsentation halten. Können wir auch schon mal reinhauen. Dann ist das auch erledigt. Sogar noch vor der Pflanze entwurzeln. Das können wir danach machen. Pflanze entwurzeln. Eine Müllpflanze reicht. Okay. Da, aber das ist das, was ich meine, ne? Die laufen hier oben rum, ohne dass die eigentlich da reinkommen sollten. Gut, beim Vampir kann
kann ich das ja noch verstehen. Obwohl, könnte sein, weil wir gesagt haben, dass das, jeder außer Mitbewohner. So. Und hier abschließen. Nein, Moment, das war ja falsch. Dann kommt da ja, kommen nur Zocken am Laptop. Okay. Ja, ist auch was Feines. Aufschließen. Abschließen für. Alle Tiere. So, damit die Tiere vorne nicht rausrennen. So machen wir das. Den Rest, ja. Ja. Da müssten wir die wahrscheinlich so raus. Jetzt sind die Tiere hier vorne. Okay. Gut, dann machen wir das so, sagen wir hier die Türe abschließen für alle Tiere und hier machen wir auf. Aufschließen 1 und aufschließen 2. So. Das ist auf. Sehr schön. So. Okay. Die ist noch fleißig dabei, die Hausaufgaben zu machen. Beginnt in einer Stunde. Aber irgendwie müssen wir das doch hinkriegen hier. Abschließen für mehr. Jeden außer Butler. Jeden außer Mitbewohner. Jeden außer Jenny. Jeden außer Familienmitglieder. So. Und hier drüben auch. Abschließen für jeden außer Familienmitglieder. So. Dann sollte das jetzt passen. Okay. Sie hat jetzt halt das Problem. Sie ist hier oben drin, aber hey, die kann sich hier voll und ganz versorgen. Okay. Es kommt ja auch noch hier zu uns rein. Einfach so ins Schlafzimmer. Unglaublich, wie frech manche sind, oder? Was können wir bei ihr machen, ihr Mitbewohnerin? Für Reparatur bedanken oder Mitbewohner rauswerfen. Okay. Beziehungen nach romantischem Interesse. Okay. Ja, das geht also alles. Aber sie ist wieder weg. Dann passt das ja ganz gut. Da müssen wir halt jetzt gleich gucken, ob die noch rauskommt. Ansonsten müssten wir da gucken. Wir können natürlich auch schon hier sagen. Dann gleich abschließen. Betreten verboten. Freunde nicht zulassen. Vertreter nicht zulassen. Vampire nicht zulassen. Nachbarn nicht zulassen. Okay. Als Haustier festlegen. Abschließen für ja, jeden außer Familienmitglieder. Das könnte man auch machen. La la la. Warum schreibst du la la la, Vampi? Das macht mir gerade Gedanken. Wenn du la 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 schreibst. Oder hast du wieder die Schlümpfe im Kopf? Oh, wir haben dort einen Telefonanruf. Okay, kurze Frage. Lilly Fick, Fick, nichts anderes. Fick, Feng. Also Feng. Okay, und ich habe vor, Zeit zusammen zu verbringen. Soll ich mich wirklich darauf einlassen? Ja, nein, vielleicht. Das wäre jetzt so die Sache, da hätte Vampi euch schon eine Umfrage reinhauen können. So sage ich 1, 2 oder 3. 1 ja, 2 vielleicht, 3 nein. Oder ihr macht so wie Vampi, ja, jupp. Aber das zählt trotzdem nur als 1. Du sollst am Ball bleiben, ist bis jetzt so, Biene. Und wer sonst noch sich so bei mir hier rumtreibt gerade, kommt. Zocken am Laptop, jupp, ja, eins.
Okay, dann machen wir das. Lass dich drauf ein. Und sie muss ganz dringend jetzt hier zum Unterricht. Hör auf zu lernen. Okay, sie möchte gerade raus und kommt nicht raus. Das heißt, jetzt hier erstmal aufschließen. Hier sagen wir auch aufschließen. Hier sagen wir aber auch direkt wieder abschließen für alle Tiere. Und dann lassen wir gerade laufen. Hier sagen wir jetzt auch aufschließen, damit die Tiere rein und rauskommen. Ja, komm, geh. Wohin gehst du denn jetzt? Jetzt geht die nach unten oder was? Will die sich jetzt unten schlafen legen? Nee, die legt sich aufs Sofa. Jenny ist bei der Vorlesung. Ja, Jenny, da. Notizen machen. Und du fleißig arbeiten, fleißig lernen, sehr schön. Na, ja, sie hat sich jetzt dahin gelegt zum Schlafen. Läuft, würde ich sagen. Rückwärts und bergab, aber es läuft, Leute. Können wir so machen, ne? Dann warten wir jetzt mal drauf, dass jemand nach Hause kommt. Und dann gucken wir mal weiter. So. Also, wenn ich das sehe, hier unten, ne, dann möchte sie unbedingt duschen. Sagen wir ihr schon mal, also wenn du gleich Essen gekocht hast, dann kannst du gerne hier dampfend duschen. Dann gehst du auch noch mal auf Klo. Und dann wirst du uns hier mal wieder ein neues Buch schreiben. Und zwar auch wieder in der Romantikbranche. Schreiben. Genre. Romantik. So, dann hat die nämlich auch schon mal was zu tun. Ausrufezeichen, Lurk, duschen. Alles klar, Biene. Viel Spaß beim Duschen. So, wenn du nach Hause kommst. Achso, Moment, da fehlt doch noch jemand. Hat der da gerade. Aha, so, wenn du nach Hause kommst. Okay. What? Okay, Klassenarbeit. Ja, ist okay, bring ihn mit. So. Spaß trifft sich günstig. Blase und Energie. Klingt irgendwie komisch, wenn ein Kind Probleme hat mit Spaß. Gut, also, sie ist müde, sie kann ins Bett gehen, obwohl, nee, sie kann erstmal aufs Klo gehen. Ich weiß, da ist jemand gerade drin, aber egal. Aber aufs Klo und dann schlafen. So. Du. Wisst ihr was? Wir machen jetzt mal so. Obwohl, nee, das ist ja doof, wenn da nicht mehr die Angestellten reinkommen. Ich wollte gerade sagen, dass da nur noch die dort Wohnenden rein dürfen. Aber nee, das ist ja Schmarrn. Du musst aufs Klo. Hopp. Ab aufs Klo. Oh, und der Rest passt soweit. Dann kannst du anschließend. Moment, du bist gestresst. Ja, dann gehst du duschen. So. Moment, du möchtest energiegeladen werden. Gehst du nicht normal duschen, sondern ab anpinnen. Du gehst erfrischend duschen. Damit bist du dann energiegeladen. So, du hast noch was zu tun. Das ist sehr gut. Essen kannst du später. Und bei dir bleiben wir jetzt erst einmal. So. Oh, was haben wir hier?
Konzentriert werden. Wegen Logikfähigkeit. Okay. Müssen wir gleich mal schauen. Genau, du machst Hausaufgaben, sehr gut. Dann gehst du aufs Klo. Ah ja, es war der Butler, der da drin lag. Läuft. Hausaufgaben fertig, sehr schön. Schlafen können wir mal knicken. Du kannst sie mal bitte bitten, erstmal aufwecken. Ab. Und dann hier mit Kind über die Schule reden. Dann ein bisschen rumblödeln ist auch nicht schlimm. Sind halt Kinder. Dann haben wir noch über Spiel reden. Und dann ist sie auch schon voll. Sehr schön. Und du bist noch beschäftigt. Manometer, die braucht aber lange auf dem Klo. Ob die am Handy ist. So, die überträgt gerade die Präsentation. Überträgt gerade, trägt sie gerade vor. So. Das hier, das Essen hier, das kann mal bitte in den Kühlschrank. Weglegen. So. Dann passt das Ganze auch wieder. Dann kannst du mal bitte den beiden Damen sagen, sie sollen nach Hause gehen. Mehr freundschaftlich, mehr Auswahl. Okay, da ist es nicht. Okay. Jetzt haben wir hier rum, Mann. Ach so, okay. Flirten, Verabredung bitten, okay. Ich gehe jetzt gerade mal durch, ob es hier irgendwo noch andere Dinge gibt, die wir bisher noch nicht hatten. Weil, ne, nachdem wir das jetzt da haben, hier mit der Beziehung, ja, ist das so eine Sache, wo ich sage, so, okay, rauswerfen, über Unordnung beschweren. Das kann so machen. Haha. Okay. So, du bist gerade mit ihr da am Plaudern. Ja, hier, also aufwecken brauchst du die nicht mehr. Aber man kann nicht sagen, geht. Das ist schade, dass man die nicht mehr liebevoll rausschmeißen kann. Ach so, nein, nicht Tier vorführen. Also Tier vorführen. Du solltest hier mehr Auswahl. Freundlich. Ach so, Tier vorführen. Da haben wir gar nicht mehr. Beziehung anderes Sinn verkuppeln. Okay. Moment, muss die mit nee, Erwachsenen lesen. Gut, dann geh ins Bett schlafen. Du bist schon so müde. Hier, da, schlafen. Zack. Oh, wir haben dort eine Nachricht. Tobias Schäfer möchte bei Aqua vorbeikommen. Ja oder nein? Da bräuchte ich mal bitte Infos. Ja, nein. Was sagt ihr? Soll er bei ihr vorbeikommen? Hätten wir noch die Möglichkeit, zu gucken, ob wir noch jemand als Untermieter bekommen, beziehungsweise wir könnten das mal mit dem Verkuppeln ausprobieren. Wisst ihr was? Wir sagen ja. Flammen der Liebe. Klingt doch gut. E-Sport findet jeden Freitag 18 Uhr in der Ticket. Okay. Das ist eine Info für Jenny. Cheerleadern, ja, Hausaufgaben fertig. Aqua hat 2300 Flocken verdient. Moin! Schön, dass du da bist. Laui, gerne auch länger da bleiben, wenn du magst.
Kometenhaft Nadine kann Wochenende genießen, da Beste der Grundschule ist, okay. Es gibt kein schöneres Gefühl, als mit einer Menge Einsen ins Wochenende zu starten. Jenny hat genügend gearbeitet. Ja, ist okay. Ist bei der Vorlesung und die Vorlesung beginnt in einer Stunde. So. Ja, du gehst schlafen. Du wolltest energiegeladen werden. Dann geh doch bitte mal duschen, das sagte ich doch. Hier, nicht inspiriert, erfrischend. Energiegeladen. Und mach vor allen Dingen den Computer frei, damit die Mama daran arbeiten kann. So. Du. Was machst du? Nimmst du dir was zu essen? Ja, du hast ja Hunger. Ist okay. Dann brauchst du Spaß und Soziales. Ja. Spaß und Soziales. Das klingt wieder so falsch. Aber wir kriegen ja gleich Besuch. Dann kann sie da mal ein bisschen Soziales haben. Okay. Na, wer kommt denn da? Und warum so niedergeschlagen? Dadim, dadim. Hör auf damit. Okay. Warum auch immer, aber machen wir mal. Gucken wir mal, was jetzt kommt. Ah. Die will uns unsere Sachen kaputt machen, ja? Nee, die geht duschen. Oder baden, noch besser, okay. Okay, jetzt steht sie da, obwohl sie mit ihr reden will. Aber hey, wenigstens kommt die rüber. Hatte schlaflose was? Hatte schlaflose Schlafstörungen. Nacht, bin für heute echt durch. Moment, wenn du eine schlaflose Schlafstörung hattest, heißt es dann nicht, dass die Schlafstörung geschlafen hat? Dazu noch zu viele Gedanken. Alles gut, Laui. So. Tüdüm, tüdüm. Überzeugen zu gehen, können wir das jetzt machen? Kochen, meine Hausaufgaben dafür machen, baden gehen, nee. Beziehungen. Aha. Aber dass wir jetzt nicht mehr zu denen sagen können, geh. Nur weil die Mitbewohner sind. Das ist echt krass. Müssen wir warten, bis die so gegangen sind. Oder wir würden die halt hier rauswerfen. Aber dann fehlen uns wieder Einnahmen. Wenn ihr versteht, was ich meine. So, sie kennt ihn noch nicht. Dann kann sie sich einfach mal hier so vorstellen gehen. So, Moment. Jetzt guck mal eben nach den anderen. Sie ist sehr inspiriert, okay. Schreibt ein Buch. Was ist da? Über Unordnung beschweren. Okay, ja, das lassen wir drin. Du bist müde. Ja, ich habe doch schon. Genau, du gehst ins Bett gerade. Sehr gut. Du möchtest Musik hören. Warst du jetzt duschen oder nicht? Erfrischend. So. Dann kannst du gerne hier das Zeug wegräumen, falls das bis dahin noch nicht gemacht wurde. Und dann kannst du dir aus dem Kühlschrank, ja, Reste nehmen geht nicht, weil ist ja nichts da. Holst du dir Mikrowellenessen, und zwar so ein Mikrowellengericht, so fertig, hast du was zu essen. So, genau, bei dir waren wir jetzt dran. Gucken wir mal.
Ah, warte mal, bei ihr können wir hier das rausnehmen, das weglegen. Das macht ja jemand anders, dann können die beiden noch nebenbei quatschen. Nach Karriere fragen. Über Farbtheorie. Was haben wir denn noch? Kompliment übers Outfit machen. Nach Abschluss fragen. Können wir noch mehr machen? Nach Lieblingsautor fragen. So, das sollte erstmal reichen. So, und sie soll hier mit ihm weiter quatschen. Ja, komm, quatsch mit ihm. Aha. Er ist peinlich, ein Vielfraß und ein Snob. Okay. Ist die Frage, wollen wir ihn dabei haben oder nicht? Alleine, weil er ein Snob ist. Und weil er peinlich ist? Nein. Peinlich sind wir doch alle. Ah, wir können ja so ein bisschen uns wohlfühlen. Ja. So ein bisschen flirty mit ihm machen. Und dann gucken wir mal weiter, was Sache ist. Reparaturtipps geben. Was haben wir denn noch? Fitnesstechniken reden. So. Lieblingsautor. Silma Roy. Looks like Bama. Nein, nicht gemein. Ich wollte jetzt mal auf Beziehung gehen. Fragen, ob Single. Sind wir einfach mal so kackend dreist. Müssen das neue ja mal ausprobieren. Nach romantischen Interessen fragen. Jenny weiß jetzt über die Romantik. Okay. Das ging schnell. Nach Techtelmechtel-Interessen fragen. Fühl mich geschmeichelt, aber kein Interesse, eine solche Beziehung einzugehen. Aber darüber ein freundschaftliches Verhältnis würde ich mich sehr freuen. Aha. Okay. Ja, okay. Charbon de Cole. Yes. Nee. Können wir ihm denn sagen? Ja, hier, bitte zu gehen. So. Und dann fehlt ihr Spaß. Spaß kriegt sie unter anderem beim Computer. Tobias ist Single. Ach, Moment, warte mal. Ganz schnell rüber zu ihm, mal gucken, können wir ihn als Mitbewohner einziehen lassen? Den haben wir keinen Posten. Also scheint nur 3 Stück zu gehen. Gucken wir mal. Haben wir da was? Er ist peinlich viel Fraß. Snob. Flirtet mit niemandem, kein Techtelmechtel-Interesse. Okay, also, ja. Ich glaube, das heißt asexuell. Ne? So. Das soziale Bedürfnis wird gerade befriedigt sein. Und dann können wir hier noch sagen, ab an den PC und zock ein bisschen. Wo haben wir es denn? Programmieren? Da, Spiele. Spielen. Mach das. So. Ich muss los. Sehr schön. Aqua hat erfahren, dass
Hauptfach Computerwissenschaften an der Foxbury belegt hatte. Aha. Kennt die Techtelmechtel-Interessen, hat erfahren, dass er Single ist. Kein Interesse. Romantische ihn. Okay. Noch was? Nein. Okay. Gehen wir mal zu Aqua rüber. So. Ja, die reden noch ein bisschen miteinander. Okay. Du bist schon am Schlafen. Das ist sehr schön. Dir geht's nicht so toll, weil wegen Müll. Wo ist denn der Müll? Also, okay. Ja, du bist doch gerade schon beim Aufräumen. So, aufräumen. Zack. Kannst du hier mal alles aufräumen? Habe ich kein Problem mit, weil wenn der Butler das nicht macht, dann ja, musst du da halt ran. So. Ihr geht's schlecht, weil sie Mikrowellenessen gegessen hat. Wegen einmal innen kalt, ja. Sie weiß noch nicht, wie man richtig kocht, okay. Da muss der nächste los, sehr schön. Und du kannst dann schlafen gehen gleich. So. Angespannt wegen der Schule. Ja, passiert. Du bist am Zocken. Das ist sehr gut. Damit füllen wir das Bedürfnis Spaß auf. Soziales geht so, aber ja. So, wenn du das gemacht hast, dann kannst du gerne, weil du ja nicht nur Gaming, sondern auch Programmieren verinnerlichst, kannst du ein bisschen üben, programmieren üben. Und du schreibst Bücher über Bücher über Bücher. So. Beziehungsweise du gehst gleich schlafen. So. Und morgen früh gehst du dann. Ach so, ist voll. Okay. Na, ist schlafen. Oh. Ach ja. What? Okay, die mögen sich nicht. Shit happens. Aufräumen. Wer ist das hier? Colin, okay. Wer ist da eingeschlafen? Die ist eingeschlafen. Ja. Böse Menschen würden an böse Dinge denken. Ich glaube, das können wir so stehen lassen. Du solltest doch hier, hast du alles aufgeräumt schon? Sehr schön. Nein, da hast du noch was übersehen. Da, aufräumen. Was für ein eine Errungenschaft. Aqua hat ein komplettes Buch geschrieben. Es wird in ihrem Inventar abgelegt, damit sie es jederzeit lesen kann. Aqua kann es auch veröffentlichen. Wähle dazu einfach den Briefkasten. Das kennen wir ja schon. So, der muss auch los. Okay. So. So. Genau, wenn du wieder wach bist, dann gehst du auf Toilette, gehst dampfend duschen, dann isst du eine Kleinigkeit. Da Reste nehmen, wo haben wir es da unten? So, und danach gehst du wieder ran und schreibst einen nächsten Liebesroman. Schreiben, weiterschreiben. Wie man Herzen gewinnt. Okay. Okay. Mehr. Nein, Moment. Der Suche, der findet. Da. Schreiben. Genre. Romantik. So. Hallöchen, Wisi. Schön, dass du da bist. Schläft. Ist noch wach. Ist noch dabei aufzuräumen. Finde ich sehr schön.
Mülleimer rausbringen. Der ist leer. Okay. Hallo, du sollst doch jetzt hier das ganze Geschirr aufräumen. Und dann hier Müll lernen. Gucken wir mal, ob die das auch macht. Und wie geht's dir so? Alles hast, kannst du mal eine Runde schlafen gehen. Sie ist schon am Schlafen. Sie ist schon am Schlafen, ja. Genau, alles Rinder. Oh. Ja, sobald du das aufgeräumt hast, darfst du gerne schlafen gehen. Aber erst das eine, dann das andere. So. Eben noch den Müll rausbringen. Und dann kannst du schlafen gehen. Der Butler müsste aktuell schlafen, deswegen war da so viel. Ja, da liegt er. Da schläft der Butler. Yeah. So. Rinn in die Tonne. Haben wir. Und dann jetzt ab ins Bett mit dir. Du kannst dich noch nebenbei ja mit ihr unterhalten. So. Mal gucken. Das. Obwohl, die kennen sich zu wenig dafür. Das nehmen wir raus. Wir wollen ja nicht, dass da jetzt wieder negative Vibes entstehen. War das hier? Das sollte doch raus. Geht doch. So. Über Interessen reden. Vielleicht finden wir noch ein bisschen was raus. Was? Wieso hier? Was ist das? Apokalypse beschreiben. Nee, nee, lass mal. Oh, der Geist von Bua schwindet. Die Verbindung von Bua zur physischen Welt wird mit jedem Tag schwächer. Damit sie nicht ganz verschwindet, in Vergessenheit gerät, sollten Freunde und Verwandte ihre Ruhestätte besuchen und versuchen, ihre Verbindung zur physischen Welt zu stärken. Sie können auch ihre Geister erwecken und auf persönliche Weise mit ihnen sprechen. Nein. Haben wir ja schon gesagt, das machen wir bei dem hier nicht. So, hopp. Dann, ja, Tag verschönern. Genau. Vampirlebensstil loben. Reparaturchips geben. So. Raten, einen Traumjob anzunehmen. Wir versuchen es einfach mal. Mehr als in die Hose gehen kann das ja nicht. Auf der Couch verwöhnen. Venorba KBC Book. Payfin. Flows it. Dibble is Varspa. Ina. Bobanef. Buy a short. Ooh, keep that death. Nach Entbindungstermin fragen, das wäre böse.
Das wäre sehr böse, oder meint ihr nicht, Leute? Tut mir leid, kein Gefühl für solche Unterhaltung. Gut, müssen wir uns erst noch besser kennen. Moment, jetzt müssen wir mal gucken. Genau, das hatten wir gerade. Von Flynn verkauft Ausgaben der Enzyklopädie Vampiria. Suche an einem Computer nach dem Laden. Wenn du lange genug. Moment. Wenn du lange genug recherchierst, findest du vielleicht eine Ausgabe des Handbuches der ultimativen Vampir. Was? Der ultimative Vampir. Die Nacht der. Nacht in der Stadt war grauenhaft, seien beide so. Der Feiertag Nacht in der Stadt hat den Erwartungen von Aqua und natürlich auch von Jenny nicht entsprochen. Sie hatten zu wenig Traditionen befolgt, die sie mag. Vielleicht nächstes Jahr. Genau, vielleicht nächstes Jahr. Ein bisschen schmeicheln. Über Spiele diskutieren. Muskeln zeigen. Tag verschönern. Ja. Schauen wir mal. So, ist denn einer von den anderen wach? Nee, ich glaube nicht. Oh, die schlafen allesamt. Ich will, dass meine Ausgabe in tadellosen Zustand bleibt. Du musst dir online eine. Okay. Was hast du denn, verdammt? Warum bist du am Kläffen? Über Aufwecken belehren. Dann kannst du hier jagen gehen. Hallo, jagen schicken. So. Okay, die werden gerade allesamt wieder wach. Die hat was zu tun. Die hat nichts zu tun, aber sie hat Hunger. Nur Hunger. Hunger und es fehlt ihr Spaß. Okay. Dann kannst du hier hingehen und einmal Reste nehmen. Und dann darfst du. Moment, was ist das hier unten? Ach genau, das waren ja die Bilder. Dann kannst du hier hingehen und Multiplayer-Spiele spielen. Simrace. Genau, das hatte ich eigentlich nicht vor, aber egal. Nimmst du Nadine dazu und sie. So, okay. Hupp, hast du was zu tun. So. Ja. Warte, mitspielen. Gut. So. Übers Kochen reden. Von Programmieren schwärmen. Von Vampiren schwärmen. Mach mal ganz mal so. Fragen, wie es ihr geht. Ich kann nicht schlafen. Die Bettensituation hier ist wirklich schlecht.
Wenn dieses Problem nicht bald gelöst ist, muss ich wohl ausziehen. Ah, ja. Wieso? Ich habe doch. Moment, die hat doch hier unten ihr eigenes Bett. Das ist die. Moment, das ist Antalya. Das hier ist Maya. Und hier müsste sie drin liegen. Ja. Okay. Also, die kommt irgendwie nicht runter. Warum auch immer. Müssen wir es jetzt mal eben so machen. Aufschließen. Die sind aufgeschlossen. Sehr schön. Da. Aufschließen. So. Und jetzt sollten die da eigentlich runterkommen. Hoffen wir es mal. Nivara. Tariq. Yambala. Don't be so hard. Lass mal jetzt hier durchlaufen, damit sie dann schlafen geht. Aber sagt mal, mit wem soll Aqua anbandeln? Mit ihr hier? Mit der Hinata? Oder mit dem Vampir? Oder sollen wir ihr jemand ganz anderes suchen? Fallabalom. Huhu, Harpin. Frau, Vampir oder jemand Neues? Könnt ihr mal gerne reinschreiben. Dann können wir uns bei ihr auch schon mal ums Liebesleben kümmern. So langsam. Vampi ist für den Vampir. Wen von euch wundert's? Bitte mal Hand hoch im Chat. Nein, können wir nicht. Okay, schlafen. Und dann hier alles ernten. Na, muss doch deswegen nicht traurig sein, aber das ist normal. Damit habe ich gerechnet. So. Gipsy! So, sie schläft schon wieder. Ja. Also. Da müssen wir echt mal schauen, ob wir die nicht rausschmeißen. Ist da was, das machen wir auch einfach so. Sie. Mitbewohnerin. Nein, warte mal, hier überzeugen. Baden, kochen. Mitbewohnerin. Rauswerfen. Ja. Okay, was möchtest du? Romantik vorsetzen. Du hast doch da drüben deinen eigenen Computer hier. Warum gehst du nicht da dran? Ah, jetzt. Ah, jetzt, ja. Eine Insel. Ja, vor allem, die haben unten alles. Die haben unten alles und es klappt nicht. Lass Körper sprechen. Ja, klingt doch auch ganz gut. Uberig. Und dann, ich habe Bedürfnisse, die hier einfach nicht erfüllt werden. Ich kann mich kaum um mich selbst kümmern. Könntest du dafür sorgen, dass
es hier genügend Dinge gibt, damit ich mich um mich selbst kümmern kann. Falls nicht, muss ich mich nach einer anderen Unterkunft umsehen. Sweetheart, du musst nur runtergehen, dann kannst du da alles machen. Aber du willst nicht runtergehen, also was soll ich machen? So, Exemplar, wir haben was. Das ist ein ausgezeichnetes Buch. Abgang. Er ist jagen. Kimba ist jagen. Ja, unser Hund ist draußen und die kriegt das hier nicht gebacken, rauszugehen. Es ist doch ja, irgendwie traurig. Mehr Mitbewohner rauswerfen. So. Dann brauchst du das nicht zu machen. Du hast noch genug zu tun. So. Sie muss aufs Klo. Ja, dann geh doch aufs Klo. So. Dann Soziales, okay. Bevor du Soziales kriegst, machst du erstmal Hausaufgaben. Dann sind sie nämlich schon mal fertig. Dann gucken wir gleich wegen Sozialem. Wen haben wir da jetzt? Kumpel des Mitbewohners. Sag mal, wo sind wir denn hier? Dem kann man sicherlich sagen, Abgang. Oder? Nach Hause schicken. Direkt eiskalt, knallhart. Echt, ey. Kommen die einfach so reingelaufen? Was haltet ihr davon? Sehr schön, sie hat gleich die nächste Programmierstufe erreicht. Sie kann dann IT-Lehrerin werden. kriegen wir so. Warte, bist du hier? Ach so, von der Vampirin nicht gemocht werden. Ja, das sollten wir rausnehmen, weil wenn Aqua mit ihr anbändelt, dann könnte das sonst zu Schwierigkeiten führen. So, tiefgründig. Tag verschönern. Ein bisschen rumblödeln. Nochmal einen Tag verschönern. Irgendwas müssen wir doch hier machen können, dass die zwei endlich hier so allerbeste Freunde werden. Was machst du da jetzt? Weißt du wahrscheinlich selber nicht. Alternative Musik hören, okay. Zuhören, Alternative. So. Du bist noch voll ausgelastet. Die beiden sind jetzt einfach mal am Quatschen. Moment. Gruselige Pfadfindergeschichte. Macht euch bereit für die Debatte. Leute, das Debattieren, Debattiergefecht
der Debattiergilde findet bald statt. Ja, schön, das interessiert mich nicht. Okay, Hausaufgaben wurden gemacht. Jenny ist jetzt Hacker Stufe 6. Nein, Programmierfähigkeit Stufe 6. Ja. Kann jetzt ihre Arbeitsleistung hacken. Okay. So. Sehr schön. Über Interesse reden. Dann, was haben wir denn noch Feines? Persönliche Lebensziele erwähnen. Über Träume reden. Über Interessen reden. So, Lieblingstier. So, Aqua, was ist mit dir? Schreib's noch fleißig, sehr schön. Wo ist denn jetzt hier unser ungebetener Gast? Ist der inzwischen abgedüst? Yay, sie sind gute Freunde geworden. Nein, da liegt er ja wieder und schläft. Unglaublich, unglaublich. Also, Baumodus. Jetzt will ich mal ausprobieren, ob ich die grappen kann und nach unten platzieren kann. Ich glaube zwar, dass das nicht geht, aber ja. Ich werde es jetzt versuchen. Damit es nicht heißt, ja, hätte es ja machen können. Das ist noch der Teppich. Das ist der Teppich. Immer noch der Teppich. Ja. Teppich. Ja. Ich kann nur den Teppich grappen, aber nicht sie. Das heißt, wir gehen jetzt nach unten. Ich werde jetzt... Moment, erst oben die Türe. Sind die Tiere draußen? Weil die Tiere, die glaube ich, kann ich grappen. Suche die Hundis und Mauzis. So, die Katze haben wir hier. Die kratzt am Sofa. Nicht so toll, aber sie tut's. So, da haben wir nix. Da haben wir nix. Wenn ihr irgendein Tier sehen solltet, weil die beiden Hundis sind ja doch schon recht klein, da ist einer, fehlt nur noch der weiße. Und wenn ihr den seht und ich den übersehen sollte, sagt bitte Bescheid. Weil ich will wissen, ob der hier drinnen ist oder nicht. Ich kann mir jetzt vorstellen, wie ihr da vor euren Endgeräten hockt unter Umständen und versucht halb in den Monitor reinzukriechen. Oder in den Bildschirm besser gesagt, um überhaupt was zu erkennen. Okay, also auf unserem Grundstück finde ich den Hundi schon mal nicht. Hier unten ist er auch nicht dran, sonst wäre Licht an. Okay. Wenn der Hundi hier wirklich irgendwo rumläuft, ist das natürlich nicht ganz so optimal. Weil den dann zu finden, wird im Normalfall recht schwierig. So. Warum komme ich denn da jetzt nicht hin? Weil ich im Baumodus bin oder was? Tatsache. Okay. Gut. Ja.
Das haben wir alles, okay. Dann müssen wir einfach mit dem Hundi gucken. Ach Mist, ich wollte doch eigentlich, egal. Jetzt ist es, wie es ist. Ich wollte unten noch die Türe eingesetzt haben. Wir lassen das jetzt hier erstmal weiterlaufen. Sie ist sehr kokett. Was für eine Errungenschaft. Nächste Buch. Fertig. Moment, wir nehmen das hier mal. Wir nehmen den Boxsack und das hier raus, damit sie die junge Dame vielleicht endlich mal rausschmeißt. An Verlag verkaufen. Ausgezeichnet, ausgezeichnet. Geht beides raus. An einen Verlag. Ich glaube so rum. Was für eine Errungenschaft, ja, ist mir doch bekannt. Luisa und Aqua sind jetzt Freunde, das ist doch auch was Schönes, sind sogar gute Freunde. Und was sollen die hier werden? Freunde werden mit Luisa, ja. Ich weiß nicht, warum du mich rauswirfst. Vielleicht, weil ich ein einziges Mal ein paar komische Sachen gemacht habe. Nun ja, es war nett. Bis bald. Okay. So, Aqua hat das Buch in die in die Welt geschickt. In die Wand geschickt. So, das war Nummer 1. Und hier, zack, Körper sprechen lassen, auch bitte. Müll leeren, nein, Müll leerst du nicht. Tantiem, ja. Ich weiß jetzt nicht, welches das letzte war, aber das könnte das hier unten sein. Und dann direkt 385 Flocken. Läuft, würde ich sagen. Aha, Maya. Ach, das ist Maya von unten. Ist auch jetzt hier. Verdammt. So. Mehr Auswahl, Beziehung, Romantik, Aktion. Okay, die können wir nicht wieder neu hinzufügen. Gut zu wissen. Oder jetzt nicht. Naja, wir werden es herausfinden. So, 3 von 10 Büchern veröffentlicht. Ja. Eine Runde vorstellen und dann alternative Musik hören. Geht auch schnell hier. Zuhören, alternative Musik. Oh. Aktiv Genießerin und kleptomanisch. Alles klar und tschüss. Schmeiß mal raus, wir wollen keine Kleptomanen. Wir hatten ja beim letzten Mal, hatten wir einfach nur angenommen, damit wir hier Leute reinkriegen, um zu gucken. Aber ja, unter der Prämisse müssen wir, glaube ich, etwas aufräumen. Ja, ich dachte, du wolltest alternative Musik hören. Das ist auch alternative Musik. Ah. So, da haben wir hier da will sie jetzt wieder was Spezielles kochen. Das ist mir aber gerade relativ. Du musst Bücher schreiben. Schreiben, weiterschreiben. Das hier unten nehmen wir raus. So.
Bahira Ruthay. Skizna Plushies the Brief. Gatsching. Und die nächste Person ist raus. Das heißt, jetzt haben wir das Bett leer stehen. Das Bett leer stehen. Das so oder so. Und hier schläft der Vampir. Sag ich doch. So. Gucken. Sind alle raus, die jetzt da nichts zu suchen haben? Sieht gut aus. Dann können wir nämlich jetzt hingehen und sagen, abschließen für jeden außer Mitbewohner, nein, Familienmitglieder, das habe ich gesucht, so. Und dann können wir noch sagen, Zutritt gestatten für Butler und Zutritt gestatten für Angestellte. So. Kannst einmal die Katze kennenlernen. Ja. Achso, warte mal, Tierpflege. Nee. Danach setzt du dich hier hin und machst einfach noch ein bisschen was. Zum Beispiel Spiele spielen. Und zwar nehmen wir da einfach das hier unten. So. Und dann läuft das. Jabi Wako. Oh, Nappa. Du gehst gerade ins Bett, ist okay. Du bist schon am Schlafen, ist okay. Ja. Bei so viel Schlaf in den Leuten werde ich ja auch ganz müde. Oh, ist das grausig. Also, wir brauchen neue Mitbewohner. Ja. So. Abschließen für jeden außer. Na, Quatsch. Wir haben das hier. Das Türchen hier. Passend gesichert. Ja, komm, Tür ist offen, kannst rausgehen. Naja, wer nicht will, der hat schon, oder wie heißt es so schön? Ja. Prösterchen. Und was macht ihr heute alles so Schönes am Sonntag? Ist einer von euch heute Abend bei ARK mit dabei, beim Zugucken oder mitzocken? Hüpf mal richtig unter die Decke. Dein Soziales, okay. Okay. Das ist doof. So, du gehst nach hier. Kannst du gar nicht, okay. Gut, dann gehst du nach hier und spielst Pirat. So. Sie ist noch am Schlafen. Und sie ist immer noch top fit. Sieht doch alles soweit ganz gut aus. Könnten auch vorlaufen lassen. Bin ich gerade echt am überlegen, ob wir das machen. Ja, komm, machen wir. Wir spulen ein bisschen. Upsala, falscher Knopf. Wir spulen ein bisschen die Zeit vor. Weil vielleicht verschwindet die dann hier endlich mal raus.
Wir können natürlich auch noch mal sagen, so, pass auf, so, hier, na. Jetzt geht sie gerade zurück, dann nicht. Ah, Moment, sie bleibt da. Hier aufschließen. Und dann sagen wir hier nur abschließen für alle Tiere. So. Da sollte sie jetzt durchkommen. Wenn nicht, dann weiß ich es auch nicht. Dann weiß ich es ehrlich auch nicht. So. Oh, die Mädels haben gleich Pfadfinder-Treffen. Es ist mal wieder soweit. Mal gucken, welche fehlt hier denn noch? Fortschritte ansehen können wir noch nicht, okay. Aber sie ist ja komplett hier mit dem Thema durch, ne? Guck mal, die Tiere sind alle drin. Das ist gut zu wissen. Ich guck gerade nur noch mal nach der Katze, nach dem kleinen, dicken, weißen Wollknäuel. Da läuft's. Und da sind die beiden Hundis. Sehr schön. Das heißt, das passt. Lassen wir mal gerade wieder etwas schneller durchlaufen hier. Um dann zu gucken, was Sache ist. Ich glaube, nachdem ich jetzt so lange Pause hatte, werde ich alleine heute keine 3 Stunden durchhalten. Ich denke mal, 20 Minuten machen wir noch. Dann haben wir schon mal 2 Stunden durchgehalten. Ja, es ist halt wieder mal was Neues, Ungewohntes, wie auch immer ihr das nennen wollt. Nach so langer Zeit dann mal wieder so on flight reinkommen in das Ding und. Ich habe die Nacht auch nicht besonders gut geschlafen. Es war zwar endlich mal kühl und hat geregnet, aber ja, wenn man das nicht gewohnt ist. Oh, Moment. Die Mädels müssen hier mal bitte schnell zu den Pfadfindern. Oh, ich sagte schnell, also aufstehen. Aufstehen und Abmarsch. Oh. Na komm, zu dir habe ich auch gesagt, du hörst Zocken auf. Lachen zählt nicht. Hallöchen Biene, schön, dass du wieder zurück bist. Ich hoffe, du konntest gut duschen und bist jetzt wieder fit. Biene, bist du heute Abend mit dabei? Oder nicht? So, du schreibst direkt weiter, du bist gerade inspiriert. Das nächste Romantikbuch. Haha. Oh, da haben wir ein Telefon, was klingelt. Moment, er gibt uns nur Info. Jenny, danke, dass du mir vorgeschlagen hast mit Lilly abzuhängen. Wir hatten eine fantastische Zeit. Lass Körper sprechen, das hatten wir gerade schon. Habt ihr eine andere Idee? Lasst Körper lieben, mache ich einfach mal. Aber ihr könnt euch auch mal gerne Buchtitel einfallen lassen. Gerne Verrückte und in die in die Kommentare bei YouTube reinhauen oder wenn ihr live im Stream seid, könnt ihr auch gerne Buchvorschläge machen. Nadine leistet momentan freiwillige Arbeit. Der Gruppenleiter von Nadine wird nicht zufrieden sein, wenn Nadine blau macht. Bist du sicher, dass sie... Was? Bist du sicher, dass sie es tun soll? Nein. Moment. Wo ist sie? Da. Die ist doch auf dem Weg. Und sie auch. Also weiß ich gar nicht, was der hat. So, du hast Hunger, das sieht man ja.
Jupp, frisch bin ich fit wieder. Weniger. Erst nächstes Mal erst. Okay. War das nächstes Mal erst jetzt auf das Arc-Ding bezogen? Ich fände es schon cool, wenn du wieder dabei wärst, aber wenn du sagst, ey, ich bin beschäftigt, ich habe keine Zeit, dann ist das ja auch okay. Na, Stufe 9 sind wir schon. Oh, so ein richtig schönen Fleischtopf. Klingt doch lecker. Auf Ark bezogen. Nächstes Mal fix. Alles klar. Bist du denn dann heute Abend wenigstens im Stream? Okay. Es müsste Luisa sein, der fehlt noch Fitness. Rest hat sie abgeschlossen. Und warum bist du jetzt hier und nicht auf dem Weg zu den Pfadfindern? Okay, scheinbar bist du schon wieder zurück von den Pfadfindern. Verspielt, ja. Verspielt sollst du nicht sein, du sollst selbstsicher sein. Ja, werde reingucken, das ist schön. Ja, das haben wir gerade gesehen, da brauchst du jetzt nicht nochmal drauf zu schauen. Debattieren üben, reden üben, sich selbst motivieren. So. Wenn du das alles gemacht hast, gehst du duschen, auf Toilette und dann hoffen wir, dass die Nacht da ist. Weil dann könnten wir die auch noch mitmachen und dann gucken wir weiter. Okay. Aha. Ja. Hier wird fleißig gepflückt. Was haben wir hier stehen? Glockenblumen. Glocken. Gesundheit. Zweimal Glockenblumen. Da haben wir noch Platz für irgendwas. Was haben wir hier stehen? Lilien. Okay. Und hier? Gänseblümchen. Chrysanthemen. Haben wir zweimal Lilien da stehen? Ja, doch, sieht gut aus. Da Lilie und hier auch Lilie. Ja. Den können wir weiterentwickeln. Den können wir weiterentwickeln. Da. Ah. Und dann können wir auch bei ihm die alles ernten, Sachen anmachen. Dann hoffen wir mal, dass das klappt. Ja, gucken wir mal gerade hier. Konzentriert. Okay. Du sollst selbst motiviert sein. Oh, Biene lässt mir 500 Bits da. Vielen Dank, Biene. Danke, Biene, danke. Die ist beschäftigt. Gerne. Oh, süß. Energie geladen werden. Kontakte knüpfen. Guck mal, da kommt gerade jemand entgegen. Die kennst du noch nicht. Sag mal hallo. Fußball findet samstags um 18 Uhr statt. Ist egal, das haben wir. Okay. Oh, Aqua hat die Schreibfähigkeit auf Stufe 10. Yes. Damit kann sie jetzt Biografien schreiben. Außerdem kann sie andere Sims im Schreiben unterrichten. Sehr gut. Aktiv und kleptomanisch. Das wissen wir. Deswegen haben wir die ja dann rausgeschmissen. Was für eine Errungenschaft. Luisa ist unterwegs mit den Pfadfindern. Sehr schön. Sehr gut.
Moment, war da jetzt noch was? Tatsache. So. Ich komm, hör auf, traurig zu sein, dreh dich rum und renn zu ihr und stell dich ihr vor. Das ist wieder so eine Sache, wo ich sage, why? Oh, Moment, da haben wir ein Telefon, was klingelt. Gib mir Telefon. Ah. So, ich habe gehört, du hast einen stillen Bewunderer auf den Romantik-Festival. Sollen wir versuchen, ihn zu finden? So, sie ist ja Single, unsere Liebe. Und jetzt ist die Frage, sollen wir versuchen zu gucken, ob wir dort auf dem Romantikfest und unseren stillen Bewunderer finden? Was sagt ihr? Ja oder nein? Weil mit Freunden wird das ja dann nichts. Ne? Was sagt ihr? Ja, auf jeden Fall. Was sagt der Rest von euch? Wahrscheinlich gar nichts, ne? Der Rest guckt einfach nur wieder zu und beteiligt mich. Sorry, bin müde, aber ja. Okay, dann Abgang. Schauen wir mal, was das Ganze gibt. Leg mich wieder was hin. Alles gut, Laui. Juts Nächtle, heute Abend ist wieder arg dran. Und ab morgen beginnt ja dann schon leider wieder eine neue Arbeitswoche. Leider nicht im Sinne von, auch ich mache meine Arbeit nicht gerne, sondern leider ist das Wochenende vorbei. Ne? Weil war ja gestern den ganzen Tag unterwegs und dadurch war für mich das Wochenende doch sehr kurz. Okay, mal sehen, arg. Ja, kannst du gerne reinschauen. Du weißt, ich freue mich immer darüber, wenn ich dich lese. So. Dann würde ich sagen, machen wir jetzt noch dieses schicke Fest mit. Und danach machen wir dann für heute Schicht im Schacht. So. Und dann habe ich noch ein Stündchen mehr, um mich für nachher auf Ark auszuruhen. So. Und dann schauen wir mal weiter. Aber ich sage halt euch, Leute, alleine zu streamen ist nochmal was ganz anderes als mit anderen Leuten. Weil so, man bekommt kein Feedback. Ne? Klar, ihr schreibt mir in den Chat, aber trotz alledem, wenn man sich nett unterhalten kann, ist ja nochmal was anderes, als immer nachgucken zu müssen, was wurde jetzt reingeschrieben, was hat derjenige reingeschrieben und, und. Ja. Das ist das halt. Ne, aber kein Vorwurf, nur eine Info. Wenn ihr mir das nicht glaubt, probiert selber aus. Macht mal einen Stream alleine und macht mal einen Stream mit Freunden. Ich wette, der Stream mit Freunden wird euch leichter von der Hand gehen als der Stream alleine. Finde, ist alleine schwieriger als zusammen. Ja. Es ist, wie es ist. Mund auf, ja. Siehste, Biene? Ich werde mit leckeren Erdbeeren gefüttert. So, Honey Pop. Okay. Honey Pop. So. Jetzt mache ich mal eben mein Bild weg, damit wir wieder hier oben sehen, was da steht. So. Biene sagt lieb, dass ich gefüttert werde. Ja. Finde ich auch. Oh mein Gott, da kommt schon wieder ein Löffel. So. Also. Wir sollen
zwei Sims finden, die wir noch nicht kennen. Ein Erwachsener. Oh, den kennen wir schon. Peterchen Frost. Eva Braun. Dann würde ich sagen, fangen wir mit ihm hier an. Wir stellen uns so vor. Und dann gucken wir mal, dass wir was zu essen kriegen. Gibt doch hier sicherlich irgendwo wieder einen Essensstand. Was haben wir hier noch? Lilly Feng. Da hatten wir doch schon mal was. Da haben wir Victor Feng. Das ist dann wahrscheinlich der Bruder oder so. Weil die ist ja jetzt mit jemand anderem ausgegangen. Aber nicht zu tief rein. Nee, nee. Das hörst du dann. So. So, was haben wir hier? An die Stände kommen wir noch nicht ran. Hier können wir Essen bestellen. Oh, also. Wir haben hier was vegetarisch-laktosefreies. Das sieht aus wie so eine Erbsenmasse. Edamame. So, dann haben wir hier was laktosefreies. Ramen. Vegetarisch-laktosefrei. Django. Dann nur wieder laktosefrei. Nigiri. Oder sollen wir es wagen und den Kugelfisch essen? Überlegt mal bitte. Was soll man machen? Kugelfisch? Oder Nigiri? Oder Ramen? Weil wir sind ja keine Veganer, deswegen brauchen wir da nicht drauf zu achten. Ne? Deswegen Ramen, Nigiri oder Kugelfisch. Schreibt es gerne mal rein. Ich lasse in der Zwischenzeit mal weiterlaufen. Was können wir hier machen? Festival-Favoriten kaufen. Unter T-Shirt kaufen. Romantik-Festival-T-Shirt kaufen und tragen. Machen wir auch direkt. Ramen. Okay. Damit haben wir Essen bestellen. Dann gibt es Ramen. Höp. Ah ja, okay. Ach so, ich wollte jetzt noch eben gucken. Moment, was hier gerade stand. Er ist ein Genießer, tollpatschig, aber familienbewusst. Okay. So. Professor beschweren. Über Auswirkungen von Sakura-Tee tratschen. Können wir ja mal machen. Aber Leute treffen, obwohl wir den noch nicht kannten. So. Wir nehmen wieder von allem eins mit. Wie immer. So. Jetzt gehen wir uns wieder mit dem unterhalten. Sie rennt hier ein bisschen hin und her. So, Moment. Was ist mit dir? Kennen wir dich? Erwachsener? Nee, den kennen wir noch nicht. Dann würde ich sagen, stellen wir uns den auch mal vor. Ja. Können wir hier jetzt noch was anderes machen? Leute treffen. Blütenblätter werfen. Anregende Atmosphäre ansprechen. Ja, das können wir mal machen. Gottchen, dann laufen wir jetzt gleich immer hin und her. Kroketten. Traum über beschreiben. Okay, das wäre etwas creep. Wir haben ihn ja immerhin gerade erst kennengelernt. So. Okay, das mit dem Atmosphäre ansprechen lassen wir auch mal weg.
Dafür kennen wir ihn noch zu wenig. Bei ihr können wir von Gartenarbeit schwärmen. Aha, Moment mal bitte. Wir haben ja einen heimlichen Verehrer. Ordentlich, selbstsicher, liebt die Natur. Das ist er hier. Würde natürlich zu unserer Gärtnerin recht gut passen. Oder? Aufregende Atmosphäre. Über gemeinsame Liebesbeziehungen witzeln. Dann könnten wir noch hier Blütenblätter werfen. Und dann gucken wir mal, wie es weitergeht. Oh je, was? Er hat die Erdbeeren gestern für mich geholt. Süß von ihm. Ja. So bin ich halt. Muskeln zeigen. Ja. Okay, er ist tollpatschig, ja. Das Shirt kaufen, Essen bestellen. War ja mal ein direkter Volltreffer mit dem Herzen. Okay. Kompliment über... ja. So. Hey. So. Aber Leute treffen hier. Moment, jetzt gucken wir nochmal. Finde zwei Sims, die dein Sim noch nicht kennen und stelle ihn vor. Ja, wie stellen wir uns? Aber also, ne, das ist ja dieses Begrüßen eigentlich hier. Wenn man so anklickt, okay, die kennen sich noch nicht. Ach so, vielleicht hier bezaubern. Aber da haben wir uns doch vorgestellt. Und stelle dich ihnen vor. Machen wir mal so. Einmal. Und hier. Können wir nicht, okay. Warum können wir da nicht? Komisch. Okay. Ach, die setzt sich gerade dahin. So, können wir jetzt hier uns bei ihr vorstellen, überzeugen. Okay. Auch nicht schlecht. Wir können nicht mit ihr reden, aber... Ja. Also bei ihr können wir, konnten wir uns gerade vorstellen. Ich weiß nicht, Leute, ist die Musik für euch zu laut? Wenn ja, sagt das. Okay. Sozialobjekt kaufen. Nee, ist okay, gut. Weil mir haut die Musik so mehr oder weniger das Hirn weg. Kokett vorstellen. Dann Getränk bestellen. Getränk für Gruppe bestellen. So, was haben wir denn da? Lasst mich eben schauen, was wir hier für Getränke haben. Dann schaue ich wieder in den Chat rein. Okay. Heiß und rauchig. Klingt irgendwie interessant. Nehmen wir den einfach mal. So, und deswegen sage ich jetzt mal Prösterkin. So. Okay. Sie ist nicht kokett, mag keine Kinder, aber ist ein Genie. Okay. Jetzt haben wir 1 von 2. Das ist doch schon mal was. So, mal eben auf Pause drücken. So, Eva Braun kennen wir auch noch nicht.
Wir müssen uns tatsächlich so vorstellen. Ah, ich glaube, das haben wir hier schon gemacht, oder? Ah, ne, kaufen, Getränk bestellen, aber dann stehen wir ja hier. Dann können wir ja uns auch hier mal ganz dezent machen, mal kokett vorstellen. So. Aber sie hat immer noch nicht das T-Shirt an, ne? Verdammt. Kaufen und tragen. Oh. Okay. Wow. Hier kann man jetzt solche Dinge kaufen. Okay. Also wir kaufen die Gitarre, Football und Fußball Hammer. Wir holen uns noch ein Keyboard. Die Akustikgitarre und dieses Mikro, würde ich sagen. Wir nehmen alles mit, was geht. Danke für den Einkauf. Deine Objekte wurden in das Inventar geliefert. Okay. Komm, ist was? Also, jetzt bestellst du das Getränk. So. Teenager. Nee, da kommt mal nix. So. Ja, ist ein ordentlicher Bücherwurm, der unberechenbar ist. Und da haben wir das geschafft. Sind direkt mal auf Gold durchgeschossen. Sehr schön. Oh, jetzt bin ich gespannt. Oh, guck mal, was für eine Miene sie zieht. Hier haben wir ihn. Dann werden wir mal hier das machen. Vielleicht kriegen wir ihn ja auch dazu, dass er mal mit uns etwas freundlicher und ist hier mit dem Peterchen Frost. Ja, mal schauen. Aufregende Atmosphäre ansprechen. Die hat immer noch nicht sich das Ding geholt. Klingt auch komisch. Ach, jetzt weiß ich warum. Der Stand ist schon zu, oder? Mann, ich sag nur. Ja. Der Stand ist schon zu. Gibt kein T-Shirt für uns. So. Okay, wir haben da irgendwie voll ins Klo gegriffen. Er ist immer noch sauer auf uns. Tag für schönen Alter. Da ist er wieder. Okay. Jetzt gehen wir hier T-Shirt kaufen. Okay, also das können wir knicken, das wird nichts. Die beiden werden keine Freunde mehr. Oh, was haben wir denn eigentlich hier alles für Blumen? Schauen wir mal. Was haben wir da? Okay. Pflanze entwurzeln. Paradiesvogelpflanze ansehen. Wir können nicht ernten, weil es außerhalb der Saison ist. Das ist doch echt mies. Rose. Alles ernten. Wir nehmen alles mit, was geht. Chrysanthemen. Lilien. Also, da müssen wir echt schauen. Vor allem kriegen wir damit dann unsere Sammlung im Garten vielleicht mal fertig. Ah, sie hat das T-Shirt schon an. Schick, oder?
Ja. Sagen wir hier auch mal kurz noch Kokett, hallo. Aber ich frage mich, warum die alle so einen Schimmer um sich haben, aber wir nicht. Mal gucken, wo ist der Typ, mit dem wir vorhin geredet haben? Da ist er. Atmosphäre ansprechen. So. Den kennen wir nicht. Sie kennen wir nicht. Der ist weg. Ach, hier könnte man jetzt auch noch malen. Ja, aber sie ist ja keine Malerin. Okay. So, da haben wir uns einmal vorgestellt. Katzenfreund, ehrgeizig, aber böse. Ach Gottchen. Immer diese bösen Menschen. Der steht da. Den kann man nicht, okay. Ja. Jemand, der böse ist, mit dem wollen wir nicht reden. Ah, oh, treffen sich zwischen den Verkaufsständen. Komm mal über eine gemeinsame Beziehung smallen. Was haben wir hier? Kratzig. Was? Fühlt sich an, als würde Insektenarmee über den gesamten Körper von Jenny marschieren. Okay, ja, das ist, weil hier die Hygiene runter ist. Haben wir nicht noch Medizin im Inventar bei ihr? Mal schauen. Nein, haben wir nicht. Okay. Ja. So. So, mehr. Mal schauen hier. Beziehung. Fragen, ob Single. Sind ja schließlich hier auf so einem Romantikfestival. So. Dann können wir auch da so ein bisschen. Ne? Rumflirten. Das war das, was ich gerade gesucht habe. Rumflirten. Atmosphäre, Konkett, Anmachspruch hier. Er ist Single. Okay, jetzt wissen wir schon mal, er ist Single. Nach Techtelmechtel-Interesse kann man jetzt noch fragen. Denn schon, oder? Dann kann man nach romantischem Interesse fragen. Und dann könnte man überlegen, wegen Mitbewohner fragen. Weil wir haben ja wieder ein Plätzchen auf zwei frei. Okay, ist das, weil er ordentlich ist? Moment, da müssen wir gerade nochmal schauen. Könnte halt sein, dass wir jetzt gerade dadurch Minuspunkte sammeln. Nee, okay, da wissen wir noch gar nicht so viel von ihm.
Weder Freund noch Feind, okay. Senjile Yanavuya. Bajnagabne. Balafor. Imblippa. Was denn jetzt? Wohin denn jetzt? Bissa Prongle. Kanchiki. Lamichi Zinks. Sharde Busharp Kumatau. Soshi, ja? Aha. So. Okay, Moment, hier gibt's doch eigentlich immer irgendwo so ein paar Toiletten. Hier. Toilette benutzen. Mal gucken, ob das klappt, dass sie dann nicht mehr so dreckig sich fühlt. Aber wir können ja überlegen, dass wir ihn... er ist ein Bücherwurm. What? Er mag uns nicht. Glaubst du wirklich, ich würde dir vertrauen auf... verraten, auf wen ich stehe? Auf keinen Fall. Wir kennen uns definitiv nicht gut genug, als dass ich dir meine Vorlieben, als dass ich meine Vorlieben mit dir teilen würde. Ich bin Single. Ordentlicher Bücherwurm. Unberechenbar. Nicht kokett, mag keine Kinder, Genie. Ordentlich. Selbstsicher liebt die Natur. Der Alon. Ja. Okay. Aber irgendwie haben wir es uns gerade. Ah ne, meint, es ist ja gar nicht Alon. Puh, Schwein gehabt. Wo ist denn Alon? Alon. Naja, okay, dann müssen wir uns den telefonisch dann demnächst mal herbeirufen. Oder steht er noch hier rum? Nein. Aha. Mhm. Oh. Okay, warte. Okay, hier kann man die Sachen ansehen. Das endet in einer Stunde. Gucken, kann man hier noch irgendwas machen? Okay. Könnt ihr der Musik lauschen, sich hier hinsetzen? Okay. Okay, er zieht bei uns ein. Gut. Ja. Moment, haben wir einen neuen Mitbewohner, wo wir wissen, er steht nicht auf uns. Ja. Damit würde ich jetzt sagen, guck mal, dass Jenny dann gleich, wenn sie da raus ist, nach Hause kommt. Ab. Und dann haben wir ja doch noch ein bisschen länger durchgehalten als wie gedacht. Und dann machen wir in, wenn ich mich nicht irre, 3 Wochen weiter an dieser Stelle. Es wird auf alle Fälle lustig. Während jetzt da geladen wird, mache ich wieder meine Cam an. Seht ihr? Noch bevor es fertig ist mit dem Laden, bin ich auch schon wieder aus dem blauen Bildschirm raus. Ne? Extra für euch habe ich mich beeilt. So. Ja. Also. Ihr könnt ja alle versuchen, mit dran zu denken, dass wir den Alon daten wollen. Ne? Weil er ist ordentlich, er ist Naturliebhaber. Da hätten wir doch was. Und ja, ansonsten, ich bin gerade am Überlegen.
Aber ich meine, ich guck mal gerade nach. Jetzt gucke ich mal eben extra für euch nach. Für euch hier auf Twitch und auch für die Zuschauer auf YouTube, damit die wissen, ob die, wann die wieder einschalten können für die Sims. Also, wir haben heute den 4. Ist der 11. ein Sonntag. Da habe ich leider wieder ein Heim. Also, was heißt ich? Da bin ich als Fan wieder bei einem Heimspiel von Rheinfire gegen die Hamburg Sea Devils. Und eine Woche später, am 18. ist leider auch das Heimspiel gegen Berlin Thunder. Das heißt, die nächsten beiden Male, kann ich euch jetzt schon sagen, fällt der Stream aus. Aber danach bin ich wieder da. Weil beim Finale, das werde ich mir im Fernsehen angucken, auch wenn das dieses Jahr auf Gelsenkirchen ist, Rheinfire sehr wahrscheinlich reinkommt, werde ich zu 90%iger Wahrscheinlichkeit das Ding zu Hause gucken. Einfach weil wegen, ja, ne? Ich muss mir das Geld auch verdienen und kann es nicht drucken. Das wäre schön, so einen eigenen Gelddrucker zu haben. Aber das wäre ja langweilig. Ne? Deswegen muss ich zwischendurch noch ein paar Abstriche machen. Aber ja, dafür bin ich mit anderen Dingen momentan dabei und versuche die umzusetzen. Die sind halt auch nicht gerade so günstig. Aber mal gucken, was kommt. Was anderes kann ich euch da jetzt noch nicht zu sagen, ohne irgendwas zu verraten. Was ich ja nicht machen will. Ihr wisst, ich spoiler nicht, sondern erst wenn es Tatsache ist, dann ich weiß, dass das klappt, erst dann rede ich drüber. Vorher deute ich immer nur ganz liebevoll an. So. Jetzt hoffe ich, dass das da bald fertig ist mit Laden. Wäre auch mal schön. Wir könnten noch eben gucken, dass wir den Alon, bevor wir es vergessen, anrufen und uns fürs nächste Mal mit ihm verabreden. Das klingt nach einem Plan, würde ich sagen. So. Hallo. Beziehungsweise, wir werden jetzt eins machen, weil das ist Sonntag, 1 Uhr. Wir werden ihr jetzt sagen, die Bedürfnisse. Ja. Du gehst auf Toilette. Dann gehst du duschen. Mach ruhig ein schönes Schaumbad. So, und dann gehst du schlafen. Moment, linke Seite. Ab. Ab. Zuweisen an. Jenny. So. Ist er jetzt endlich mal da raus? Nein. Okay. Klappt nicht. Dann schlafen. Was stand da? Okay. Das Bett ist. Was? Das Bett ist das Bett von Bruno Braun. Interessant. Deswegen können wir ihn da wahrscheinlich nicht rausschmeißen, weil es ihn noch gibt. Gut, sie schläft und dann Beziehungen. Wo haben wir ihn? Ja, Clement, das ist so eine Sache. Er ist ja unser Mitbewohner, der Bücherwurm. Da kennen wir ja nicht mehr von. Nicht kokett, mag keine Kinder, aber ist ein Genie, die Lilly. Da, ordentlich, naturlieb und selbstsicher. Genau, das war das. Moment, was haben wir noch? Oh, er ist verheiratet. Das können wir ja vergessen, mit ihm anzuwandeln. Oh. Okay. Ja, peinlich. Er ist peinlich, kreativ und gesellig. Okay. Ja. Er ist Geheimagent, selbstsicher, unbeherrscht. Na, das unbeherrscht ist halt immer so die Sache. Ne?
Kleptomanisch mögen wir ja auch nicht, deswegen haben wir sie ja schon rausgeschmissen. Was gibt's denn bei euch heute? Inwiefern? Essenstechnisch? Ordentlich ist aber eine Dame. Aber ist halt auch unberechenbar. Katzenfreund, aber böse und ehrgeizig, ja. Ich würde sagen, wir müssen ihn noch besser kennenlernen. Immerhin, er ist schon mal ein Bücherwurm. Wir hatten vor dem Stream, hatten wir Nuggets und ja, Rest mal gucken. Sonst hätten wir ihn noch. Er ist Freelancer als Programmierer. Würde ja zu ihr passen, weil sie ja auch in der Hinsicht recht gut drauf ist. Er ist Genie und Geek, aber halt auch ein Spinner. Gut, Spinner, naja. Ein vegetarischer Vielfraß, der kreativ ist. Also, ja, isst Fleisch, dann brauchst du nicht so viel zu essen. Kleiner Spaß. Das ist eine Dame. Start-up-Unternehmer, tollpatschiger Geek. So, peinlich Vielfraß, Snob. Also wir müssen unbedingt mal schauen. Cool. Da wissen wir nur Erwachsener, sonst nichts. Aber sind voll mit dem befreundet. Da müssen wir unbedingt mal schauen, dass wir überlegen, wer hier ein potenzieller Partner wäre für sie. Um dann dorthin gehend zu agieren. Materialistischer Geek, der aktiv ist. Also ja. Also ihr seht, wir haben hier jede Menge Leute zur Auswahl. Hitzkopf, kreativ, peinlich. Sowas würde ich halt schon aussortieren. Mag keine Kinder. Wir haben zwei bei uns rumlaufen. Bringt ja nichts, wenn er dann romantischer Musikliebhaber ist, also, ne? Ja, das ist, ja, nicht mehr vorhanden, Chaot. Wir haben zwar unseren Butler, aber auf der großen Fläche kommt er ja irgendwann nicht mehr nach, ne? Ja, er ist auch schon tot, also, ihr seht, Fragen über Fragen, irgendwo ist immer was auszusetzen, ob vergeben oder sonstiges. Klar, man kann auch gucken, ob man die nicht dazu kriegt, dass die sich trennen, wenn wir jetzt hier auf ihn nochmal gehen, ne? Also, ja, wir wissen, dass das geht. Gut, macht euch ruhig mal Gedanken darüber. Was, plus ein weiteres? Also jetzt gucke ich rein. Jetzt will ich wissen, was hier ein weiteres Merkmal ist. Unbekannt. Na toll. Macht euch gerne mal Gedanken, was wir eventuell angehen sollten. Und ja, was wir sonst noch alles so machen möchten in der Zukunft hier. Ne? Ich gehe jetzt auf sie, weil bei ihr habe ich alles eingestellt. Und wenn ich speichere, bleibt das nicht. So, deswegen. Ich habe gerade schon mal so geschaut. Das hattet ihr nicht gesehen, weil die Cam aus war. Wer heute so live ist. Und womit? Da habe ich tatsächlich eine Option gefunden, wo wir auch schon öfters in der Vergangenheit hingeradet haben. Die spielt zwar heute keine Sims, aber ich würde euch trotzdem rüber raiden. Vielleicht ist das ja was für euch. Müssen wir mal schauen. Ups. So. Und deswegen bleibt mir jetzt nichts weiteres zu tun, als zu sagen, YouTube, ihr wisst, wie es funktioniert, bewerten, kommentieren, abonnieren. Twitch, war schön, dass ihr alle da wart und gerne wieder beim nächsten Mal so viel dabei sein. Und dann sage ich, wir sehen uns heute Abend, Twitch und YouTube, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.